Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns hier in Shadowlands mit dem Verzauberer basteln können und dafür bin ich schon auf meinen Twink geswitcht. Der hat nämlich einmal VZ und dort haben wir einmal eine Leine und zwar animalische Leine schimpft sich das Ding. Und dafür brauchen wir ein bisschen Seelenstaub und himmlische Splitter. Die habe ich zufällig hier rumliegen. Und ich zeige euch auch, wo man das Rezept bekommen kann. Und zwar in Oribos bei Hüter Tahult schimpft sich der. Und das ist einfach der Kollege hier bei den Mittlern, bei den Pet-Battle-Typen. Ne? Und zwar bei den Koordinaten 64, 67 ist das hier in Oribos. Beziehungsweise ich würde sogar behaupten, das ist der Pet-Battle-Typ. Also der hier, wo wir auch einmal unsere neuen Pets kaufen können. Auch das 10.000 Pet-Battle-Marken-Pet. Und dann gibt es hier das Rezept für 5 simpolierte Hausglücksbringer. Die kriegen wir ja mittlerweile in Shadowlands nachgeschmissen. Also das sollte kein Problem sein. Die bekommt ihr über Missionen, über Pet Battle World Quest. Auch schon in BFA gab es die Dinger ja. Also von den Dingern hat man einige, wenn man halbwegs aktiv da ein bisschen hinterher ist. Ich glaube, ich habe mittlerweile 15.000. Also ich werde mir das Pet jetzt auch noch kaufen. Gut, jetzt lernen wir das Ding mal. Und craften uns dann selber das Teil. Wahrscheinlich kann man es auch einfach im Auktionshaus kaufen. Ich vermute nicht, dass das gebunden ist. Hier unten haben wir es. Schauen wir mal, was wir im AHA dafür kriegen. Wahrscheinlich überhaupt nichts, weil sich's ja wirklich jeder kaufen kann. Wo können wir mal schnell? Also hier ins... Ja, 500 Gold für die Mattkosten. Ha! Ja gut, das wäre auf jeden Fall gut Gewinn, oder? Was sind die Mattkosten? Hier sind vielleicht 64, ja sind wir bei nicht mal 100 Gold, ne? Na gut, aber ob das halt weggeht, ist die Frage. Okay, ich würde sagen, wir lernen das einmal und dann werden wir das mal ausprobieren. Wir brauchen nämlich ein Pet dafür. Nehmen wir mal wie immer den XT, nicht XTG, mein Lieblingspad tatsächlich. Nicht, weil es so schön aussieht, sondern weil es sehr funktionabel ist. Und dann gehen wir hier in die Toybox rein. Animaleine, da haben wir sie. Und zwar, was macht das Ding? Eine Animaleine. Okay, wenn wir es benutzen. Oh, ich habe es abgebrochen. Ups, Leute, das war nix. Ja, gut, okay. Das ist halt eine Leine, die... So, aber sieht das aus wie Anima? Also ich hätte es cooler gefunden, wenn es wie der Anima-Fluss ausgesehen hat. Das ist ein bisschen dünn, das Ding. Also, wenn man ein bisschen weiter weg ist, man sieht es halt kaum, ne? Seht ihr jetzt die Leine? Also, man muss schon nah rangehen, die ist ein bisschen schwach. Ich muss sagen, von den Berufstoys bin ich ein bisschen enttäuscht, Blizzard. Also gut, nicht, dass ich jetzt je auf die Idee gekommen wäre. Es gibt ja ewig viele von diesen komischen Leinen, wo man Pets anleihen kann. Erstmal würde ich nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Pets rauszunehmen und sie dann noch an die Leine zu nehmen und dann hier noch diese Anima-Leine zu nehmen. Also die ist ehrlich gesagt wieder sehr unspektakulär. Man sieht sie halt so gut wie gar nicht. Aber wenn ich da ein Fan von wäre, dann wäre ich enttäuscht. Ja. Okay, gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ist wieder eins mehr in der Sammlung und mittlerweile sieht es bei mir tatsächlich ganz gut aus. Viele Toys sind es nicht mehr, die ich brauche. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint und dann sehen wir uns beim nächsten Toy Guide wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.